Hi, willkommen zu The Bro Studios. Heute geht es um Gegenstände zum Transmogrifizieren. Oder Transmog. Oder einfach nur Mog. Auf jeden Fall das Zeug, was man über seine Equip bügelt, damit man nicht wie der letzte Vollidiot aussieht. Was ist Transmog? Transmogrifizieren wurde mit dem Patch 4.3 eingeführt und gibt einem die Möglichkeit, das Aussehen seines Charakters anhand der erhaltenen Rüstungsgegenstände zu ändern. Es gibt in WoW genug Gegenstände für mehrere tausend Kombinationsmöglichkeiten, um das Aussehen seines Charakters individuell zu gestalten oder an eine Rolle auf einem Rollenspielserver anzupassen. Seit dem Legion Pre-Patch kann man sich seine zusammengestellten Sets auch speichern und jederzeit wieder abrufen. Klingt toll, oder? Aber wisst ihr auch, wie viele von diesen abertausenden Sets man pro Charakter speichern kann? 20. Warum? Im Ernst, ich könnte damit Tage verbringen, mir irgendwelche Sets zusammenzustellen, die ich nie im Leben tragen würde. Einfach aus dem Grund, weil es mich nun mal interessiert, wie mein Schurke in einem rosa Kleid aussieht. Warum also nur 20? Ich dachte, es wäre das Ziel von Blizzard, die Spieler an das Spiel zu binden. Warum also nicht einfach die erstellbaren Sets unbegrenzt machen? Es gibt so einige Spieler, denen das ihr ganzes Wochenende kosten würde, oder? Da das vielleicht auch einfach eine Frage der Speicherbelastung der einzelnen Charaktere ist, lassen wir das einfach mal so stehen und machen weiter. Woher bekommt man denn sein Mog? Es gibt vier Arten, Mog zu bekommen. Erstens, es droppt von Mobs, Bossen oder irgendwelchen Kisten, Säcken oder irgendwie sowas. Zweitens, als Questbelohnung. Drittens, man kauft es von einem Händler. Und viertens, man farmt mehrere Tage einen Ruf auf Ehrfürchtig, damit man eine Daily freischaltet, die es einem möglich macht, Abzeichen zu sammeln, von denen man 3000 benötigt, aber nur 5 am Tag bekommt. Nur damit man am Ende den weiß gestreiften Gürtel gegen den hellgrau gestreiften Gürtel austauschen kann, weil dieser nun mal viel besser zu den Handschuhen passt, die auch noch über 50% von Faustwaffen bedeckt sind. Und apropos bedeckt sind. Wozu kann man Handgelenke mocken? Was bringt einem eigentlich Transmog? Für das Gameplay ist Transmog völlig irrelevant. Es wird entweder dafür genutzt, um seinem Charakter einen ganz eigenen Charakter zu verpassen, oder einfach weil man Angst hat, dass einem die Augen austrocknen, wenn man seinen Charakter zu lange betrachtet, der frisch auf Maximallevel gekommen ist und noch von Questbelohnung verziert ist, die so gut zueinander passen wie ein Krieger mit einem Täuschungsspeck. Meiner Erfahrung nach kann man die Leute hinter den Monitoren durch das angelegte Transmog erahnen. Ein Beispiel oder mehrere Beispiele. Dunkel, böse und fette Waffen sind meistens 9- bis 13-jährige Kevins. Leicht bekleidete weibliche Chars. Entweder perverse Männer oder ganz einfach Frauen. Mog, was scheiße aussieht, aber unheimlich schwer zu bekommen ist. Etwa 16- bis 26-Jährige und hauptsächlich Jugendliche. Mog, was gut aussieht und sehr gut zueinander passt und auch angenehm zu betrachten ist, zumal meistens Menschen in einer Beziehung. 0815 Mogs, die man nach einem Innie- oder Schlachtzugs-One schon zusammen hat, die eigentlich so ziemlich jeder hat. Personen, die gerne mal WoW spielen, das Spiel aber nicht allzu ernst nehmen, also so Casual Player. Und dann gibt's da noch mich. Das schlimmste und hässlichste Set, was man moggen kann, nur weil's kein anderer hat. Fazit: Transmog ist ein sehr gutes Feature, um sich die Zeit zu vertreiben und ist heute kaum noch aus WoW wegzudenken. Was aber eher daran liegt, dass das Transmoggen bei den neuesten PvP- und PvE-Sets zur Pflicht geworden ist. Danke, Blizzard. So, das war's mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, gebt wie immer einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da, zeigt's eurer Gilde und wenn nicht, dann nicht. Ciao, haut rein.